Waldkirch. Hier ist Waldkirch. An Gleis 1. Bitte alle Fahrgäste einsteigen und Türen schließen. Vorsicht bei der Abfahrt. Hallo Leute, ja, hier noch ein kleines Update zu den Containerwagen mit den Binnenland-Containern. Ihr habt ja gesehen, dieses Set hier von einer ganz bekannten Marke. Ja, beim Auspacken fiel mir auf, dass da noch ein kleines Tütchen beiliegt. Mit kleinen, winzig kleinen Teilchen. Schaut mal hier. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, denen fällt ja immer was ein. Ja, was kann man damit machen? Man kann seine Containerwagen hier, die kann man noch mit Rungen ausstatten. Habt ihr mal was vorbereitet? Der berühmte Spruch. Ja, so sieht das aus. Ja, frage ich mich, wer tut sich sowas an? Diese Dinger sind winzig klein. Ist überhaupt eine Fummelarbeit, diese da hineinzustecken. Ja, und was kann man damit machen? Man kann man zum Beispiel auch Rohre hier, ich habe mal so Plastik, so Holzstäbe hier aufgelegt. Man kann sie noch anmalen, so als Rohre. Ja, und natürlich kann man noch auf diese Containerwagen zum Beispiel ein Fahrzeug aufstellen. Dieses passt auch sehr gut. Zum Beispiel seht ihr hier. Dafür sind die Dinger auch geeignet gewesen. Ja, aber eine Arbeit ist das schon. Vorsichtshalber haben die auch gleich die doppelte Menge beigelegt, falls nochmal die Dinger flöten gehen. Also ich werde die Rungen nicht montieren. Man weiß, wo die alle rumfliegen. Näher liegen sie noch in den Weichen und dann blockiert der ganze Kram da. Nee, nee, lass mal. Das muss ich mir nicht antun. Also ich werde die aber heute nicht montieren. Das ist alles schön und gut, was denen heute alles einfällt. Soll ja alles noch feiner, noch filigraner werden. So für die Nietenzähler, die freuen sich. Aber ich bin ja kein Nietenzähler. Und also, wenn die Dinger nicht montiert. Container drauf. Und damit hat sich die Laube. So, das war nur ein kleines Update hier zu den Containerwagen. Und ich sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Weg, aus, vorbei. Ende der Vorstellung.